Esoteriker, ja, wo ihr mal was an Jehova auszusetzen habt, der sich für so leidenschaftlich für die Armen und Unterdrückten einsetzt, was tut denn ihr? Ha? Lasst euch eure Heftchen, eure Filmchen teuer bezahlen, eure lächerlichen Vorträge, eure schmalztriefenden Treffen, wo ihr da abhaltet und Seminare, wo ihr macht, wo gar nichts bringt, wo den Leuten nur Lügen und Mist und Müll in den Kopf reinsetzt, wo die dann wieder daheim sind und wenn der erste Rausch verflogen ist, haben sie wieder ihre Scheißdepressionen und greifen zu Drogen und zu Gibt ja ein Medikamenten. bisschen Lebenshilfe, aber das kostet 150 So Euro. sieht's aus. Wohingegen Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Ja, ihr Esoteriker, ja, wo ihr da sitzt und so, ja, und kühne Reden haltet, ja, Tagesenergie. Und dann zieht er eine Fresse hin, als wäre er der Dr. Allwissend, der kleine Knilch, der Lächerliche, ja, und setzt den Leuten Flausen ins Ohr. Gott ist nur Energie. Was denkst du, was du weißt? Du Wurm! Du weißt gar nichts! Und auch dich! Wird er kriegen. Ihr werdet eure dämlichen Hack fressen. Die werdet ihr jetzt bald gestopft bekommen. Ihr seid doch selber nur nach dem Geld hinterher und den Frauen hinterher und wollt hier groß prunken und zeigen, wie toll ihr seid, was ihr alles wisst. Ein Scheißdreck wisst ihr. Ihr dreht euch nur im Kreis und ihr sucht nur eure eigene Ehre. Darum geht's. Habt ihr die Gosse gelutscht? Habt ihr euer Brot mit Obdachlosen geteilt? Wart ihr ganz unten? Wart ihr bei den Junkies? Hä? Nein, immer schon in schönen Fernsehstudios, eure Seminare mit gut betuchten Leuten, damit ihr euch den Scheißfraß aus dem Bioladen leisten könnt. Ha, geil, und dann träumen von einer neuen Welt und diesen Scheiß, was die Freimaurer ausscheißen, diese neue goldenes Zeitalter, Esoterik-Schwachsinn, Christusbewusstsein, das haben die alle aus ihren Ärschen stammt es, die haben's ausgeschissen und ihr fresst es. Und dann bildet ihr euch doch was drauf ein und labert die Menschen zu. Gott gibt's nicht, das ist nur eine Energie. Der Gott aus meinem Testament ist böse. Das wird euch einholen. Eure frechen Lügen. Sein Zorn kocht. Und er wird euch der Arsch aufreißen. Verlasst euch drauf. Der bringt euch in diese Zustände hinein und er bringt euch auch in diese Situation hinein, wo ihr euch im Spiegel erkennen werdet. Und glaubt mir, ihr werdet so klein mit Hut. So klein mit Hut. Esoteriker, ja, wo ihr mal was an Jehova auszusetzen habt, der sich für so leidenschaftlich für die Armen und Unterdrückten einsetzt, was tut denn ihr? Hä? Lasst euch eure Heftchen, eure Filmchen teuer bezahlen, eure lächerlichen Vorträge, eure schmalztriefenden Treffen, wo ihr da abhaltet und Seminare, wo ihr macht, wo gar nichts bringt, wo den Leuten nur Lügen und Mist und Müll in den Kopf reinsetzt, wo die dann wieder daheim sind und wenn der erste Rausch verflogen ist, haben sie wieder ihre Scheißdepressionen und greifen zu Drogen und zu Gibt ja ein Medikamenten. bisschen Lebenshilfe, aber das kostet 150 So sieht's Euro. aus. Wohingegen Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Ja, ihr Esoteriker, ja, wo ihr da sitzt und so, ja, und kühne Reden haltet, ja, Tagesenergie. Und dann zieht er eine Fresse hin, als wäre er der Dr. Allwissend, der kleine Knilch, der Lächerliche, ja, und setzt den Leuten Flausen ins Ohr. Gott ist nur Energie. Was denkst du, was du weißt? Du Wurm! Du weißt gar nichts! Und auch dich! Wird er kriegen. Ihr werdet eure dämlichen Hack fressen. Die werdet ihr jetzt bald gestopft bekommen. Ihr seid doch selber nur nach dem Geld hinterher und den Frauen hinterher und wollt hier groß prunken und zeigen, wie toll ihr seid, was ihr alles wisst. Ein Scheißdreck wisst ihr. Ihr dreht euch nur im Kreis und ihr sucht nur eure eigene Ehre. Darum geht's. Habt ihr die Gosse gelutscht? Habt ihr euer Brot mit Obdachlosen geteilt? Wart ihr ganz unten? Wart ihr bei den Junkies? Hä? Nein, immer schon in schönen Fernsehstudios, eure Seminare mit gut betuchten Leuten, damit ihr euch den Scheißfraß aus dem Bioladen leisten könnt. Ha, geil, und dann träumen von einer neuen Welt und diesen Scheiß, was die Freimaurer ausscheißen, diese neue goldenes Zeitalter, Esoterik-Schwachsinn, Christusbewusstsein, das haben die alle aus ihren Ärschen stammt es, die haben's ausgeschissen und ihr fresst es. Und dann bildet ihr euch doch was drauf ein und labert die Menschen zu. Gott gibt's nicht, das ist nur eine Energie. Der Gott aus meinem Testament ist böse. Das wird euch einholen. Eure frechen Lügen. Sein Zorn kocht. Und er wird euch der Arsch aufreißen. Verlasst euch drauf. Der bringt euch in diese Zustände hinein und er bringt euch auch in diese Situation hinein, wo ihr euch im Spiegel erkennen werdet.
Und glaubt mir, ihr werdet so klein mit Hut. So klein mit Hut.